Hallo Mitspieler, mein Name ist Starlowright und ich begrüße euch zur 96. Episode dieses Grand Theft Auto 5 Let's Plays. Wir sind ein bisschen abgeschlagen. Hatte mir die Karre gekauft, Karre war weg, die musste ich mir dann erstmal wieder besorgen. Oh oh. Ja, und jetzt haben wir uns ein bisschen hier verfranst, weil ich einfach die Karre, die ich nun getunt habe, einfach mal ein bisschen fahren wollte. Okay, aber wir wollten ja zu diesem Typen, zu diesem Maklertypen und diesen Job abgeben. Ist ja auch nicht so weit entfernt. Und dann machen wir das doch einfach mal. Jawohl. Da konnte ich mich nicht entscheiden, wie ihr gesehen habt. Da bin ich ja gespannt, was uns jetzt erwartet bei diesem Typen. Und Zwielicht hier unter. Oh, no. Ich wusste, irgendwas war da mit Motorrädern. Stimmt, die waren gefährlich. Ja, ist natürlich super schlechter Start für eine Episode, das gebe ich gerne zu. Gut, und ich muss mir jetzt nicht unbedingt das Motorrad wieder aus der Garage holen. Ich weiß ja, dass sie da ist und was brauchen. Ich hole mir jetzt irgendeine Karre. Kann man eigentlich auch Taxifahrer spielen? Anscheinend, ja. Kann Taxi fahren. What have you got for me, dispatch? Yeah, calls just came in. It's up on your GPS now. Well, why not? Give that to me. Nee, ich fahre mit einer alten Markierung hinterher. Ja. Let's get this chariot in motion. So, muss ich mich mit dem Fahrgast auch unterhalten? Läuft irgendwo eine Uhr mit oder so? Nee, wa? Ja, so ist das nun mal eben als Bankräuber. Da hat man noch einen kleinen zweiten Job. Man fährt Taxi. Taxifahrer halt. Hey, mach mal hier nicht den Helden. Ich schaff das fast ohne Unfall. God bless you and thank you.
Kohle. Fahrpreis, Trinkgeld 24, 183. Naja, naja. Haben wir es mal gemacht? Und jetzt fahren wir den Auftrag abgeben. Was wir ursprünglich wollten. Vor langer, langer Zeit mal. Uns jetzt ein paar Mal ablenken lassen. Ah, der Taxi-Dispatcher will uns anjucken. Ist verfallen. Du hast nur kurz Zeit Aufträge angenommen, eher andere Fahrer zu haben, aber wenn du eh drückst, werden neue. Okay. Ja, oder Dude. Hey, ach komm, wir steigen einfach mal willkürlich um. Kein Bock mehr auf das Gelaber vom Dispatcher. Stern. Na, geradezu steht ja auch ein Sicherheitsmann. Na gut, ich fühle mich so nah dran an dem Auto. Ich hätte die Kamera gerne ein bisschen weiter weg. Und überall leuchten auf einmal die Punkte auf. Ich finde keine angenehme Gasse. Hey. Viel zu lahm, alle hinter mir, oder? Runter. Oh, schönes Auto. Schön Dampf. Sterne weg. Und Laternen wieder anmachen und raus hier. Fuck. Naja. So, wo will er uns nun treffen? So eine Absteige, da vorne steht er. Ein Problem. Bleiben wir mal noch geschmeidig. Oh, there you are. Tony, wasn't it? Here I am. You talked that bastard. Yeah, maybe. All right. Well, you earned it. Room 9. She's right up there. Go for it, man. She's well, you just knock yourself out. Okay? Was muss man jetzt wieder in diesem Let's Play verantworten? Was muss man jetzt wieder zeigen? Ha. Eine Hot-Coffee-Situation. Du bist raus von außen. Hey!
Hope you had a good time up there, Tone. Listen, listen, I don't know if you feel up for it or anything, but maybe you could go give Lenny a wake-up call. This is what he looks like, right here, okay? Now, I think you can find him. He'll be doing some showings over Rockford Hills today. I'll give him more than a wake-up call. That's it. That's it. I love you. I love you. Love you, man. Love you. Dann schauen wir uns diesen Avery doch mal an. Ein Biest. What a great day this is turning into all of a sudden. Da feiert er. Falsche fahren? Na, wir hätten auf die Autobahn gesollt. Ihr sollt, ihr musst, ihr dürft. If it isn't my favorite real estate broker. Tony, buddy, are you in Rockford Hills yet? Almost. Good. I forgot to tell you. Avery drives a green Comet. Nah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, I get some more, bouncy, right? Oh, yeah, Ficky, Ficky. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Oh. Ist wieder blind? Fast. Aus einer Nähe von Michaels Bude. Hey you, facelift! Come here a second. Facelift. What did you call me? Have you seen an old guy with a green comet? Lenny Avery. Lenny? I love Lenny. He got me a deal on a 9-bed Tudor Tuscan last year. I saw him showing the house just up the street on the left. Say hi from Rosalind. Oh, I will. House on the left. Hey! Aren't you gonna show me that house I can't afford? Where are you going? I'm ready to open. Hey, home up! Home up! Wo ist denn der? Geradezu. Come on, Trevor. Think of your permission. Lenny, pull over. Let's talk. Drrrt. Ah, er möchte durch die Berge. Soll ich ihn denn? This any worse than it already is. Oh God, this can't be happening. Ich würde ihn gerne bedrohen, aber ich komme ja nicht so weit runter. Jetzt runter. Stay away from Josh's business, or next time I won't be so gentle. Okay, okay, I got it. Message received, okay? Okay. Message delivered. Bestanden. Pulverisator erwischt. Müssen wir das jetzt auch nochmal abgeben oder ist das jetzt so gut?
Ja, dann mappen wir das nochmal. Wir haben für Trevor Bus einen Auftrag und der ist auch am Strip Club. Wie sieht's mit den anderen Kameraden aus? Die haben auch alle einen Auftrag. Geh ich mal zu Franklin. Ja, der hängt wieder faul in seiner Hütte ab. Ja, Franklin hat immer noch einen Auftrag, von dem ich nicht weiß, wie ich den triggern soll. Auf der Map ist nichts verzeichnet. Ich nehme an, dass sich das nicht geändert hat. Kann ich keine Symbole erkennen? Bis auf Treffen bei Trevor im Strip Club. Ja, angeblich zwei. Ich habe auch schon alle Leute beispielsweise aus dem Telefonbuch angerufen. Wie ist denn das mit dieser Garage, die Trevor gekauft hat? Hätten wir da auch Zugriff drauf? Wo war die? War die nicht hier irgendwo? Ja, die ist ja nicht mehr drauf, weil sie verkauft ist. Gut, was verkauft ist, bleibt praktisch bei dem, der die gekauft hat. Oh, Franklin, willst du dann auch eine Garage haben? Die hier? Ist das eine Garage? Mobile Pictures? Nee, ist keine Garage. Da noch. Kinopalast für 10 Millionen. Nö. Muss nicht. Waren da nicht mehrere Garagen? Wäre nicht cool, wenn die ein bisschen näher an der Bude sind, wo die wohnen? Na, hier hat Franklin zuerst gewohnt in dem Dreh. Pier war das, oder? Nee, dann weiß ich auch nicht, was mit Franklin ist. Gib mal den Michael nochmal raus. Wohl was gegessen, ne? Na, Kamera von Krustenburg. Kann man da rein? Ne, kann man nicht. Man kann nur rauskommen. Okay, da drüben steht unser Auto. Und Michael wird auch einen Job haben und dieser eine Job wird sein, bei Trevor im Stripclub vorbeizuschauen. Das fühlte sich so an, als wenn das jetzt so ein Massentrigger ist. Das ist der nächste, der kommt. Triggers. Hier sind wir an diesem Walk of Fame. Haben wir den eigentlich schon mal angesehen? Sterne von beispielsweise Nelson Altieri oder so. Was läuft? Nicht läuft. Ach, das ist das Kino, was man kaufen kann für 10 Mille. Okay. Bitch-Chunk. Chinese Theater, Nachbau. Schon ganz cool gelungen irgendwie.
Hey, what the fuck, man? Hey, Charlie! I've heard that one's crazy. Ja, sind wir wenigstens eh mal abgerannt hier. Diesen Strip oder diesen Boulevard. Ich glaube, hier ist doch zu Ende, ja. Juti, dann würde ich sagen, wartet für diese Episode. Ich bedanke mich bei euch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Und ja, benutzt den Kommentarbereich, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder sonst. Ich stoppe jetzt hier und beende es. Leute, habt noch einen wunderschönen Tag.